Retro Gaming. It's Atari time. Atari. Atari 2600. Sag mal wieder, Retro-Maniac. Da-da-da-Maniac. My channel and have fun. Hallo liebe Retro Gaming Maniacs, Tomaniac am Start mit einem Atari 2600 Reloaded Video sozusagen. Denn vor guten 5 Jahren habe ich das zuletzt mal gespielt und habe da auch ein Video zu gemacht, nämlich zu Kung Fu Master von Activision. Es gibt zig Portierungen von Kung Fu Master über verschiedenste Systeme. Und ich weiß, dass ich gerne auch mal die C64-Version gezockt habe, aber man glaubt gar nicht, was die damals alles in diese 8K des Atari-Moduls reingesteckt haben, um eine wirklich sehr schöne Version zu Kung Fu Master hier rüber zu holen auf den Atari 2600. Ich muss sagen, ich bin immer noch begeistert, wie geil diese Version hier eigentlich ist. Und ich freue mich, dass ich dieses Modul im Original eben auch in meinem Besitz habe. Und ich spiele jetzt mal ein Ründchen. Auch die Atari 2600 Version ist natürlich nicht so einfach. Reicht hier ein Knopfdruck? Ich weiß nicht mehr, es ist schon so lange her. Nee, da müssen wir wohl mal auf Start drücken. Wir haben 3 Leben. Ich weiß noch, dass es auf dem C64 gab es irgendwie, glaube ich, einen Trick. Boah, ich krieg den nicht tot, ey. Ich glaube, das muss dann normal zocken, weil... Ich muss mal eben kurz gucken, was es alles für Bewegungen gab. Oh, Messerjocke. Scheiße, 1 Leben verloren. Ja, es ist so lange her, ich muss erstmal wieder reinkommen. Spring es einfach Hebel nach oben, okay. Es gibt also verschiedene... Boah, scheiße, Tritt- und Schlagvarianten. Und ich glaube, wenn man festgehalten wurde, das kann nämlich hier passieren... Dann kann man durch Joystick rütteln. Ah, sich wehren. Mist. Lasst mal eure Messer stecken. Nicht in mir. Na, ich glaube, das ist der Endgegner hier, bevor die Treppe kommt. Ah, Mist. Da konnte ich nichts mehr ausrichten. Also es ist für mich auch ganz schwer, überhaupt mal das zweite Level zu sehen. Oh, Mist. Ich hatte schon irgendwie geahnt, dass der nach unten wirft. Und dann rennt er einfach weg, die feige Socke. Cool finde ich, dass hier auch sogar Musik im Spiel ist. Die ist zwar ein bisschen, sie wiederholt sich, aber es passt irgendwie zum Game. Oh Mist, hier mache ich ja wieder kaum was abgezogen. Kann man eigentlich nicht diagonal springen? Sieht so aus, als ob das nicht ginge. Ach, Mist. Au, Kack, Messerjocke. Jetzt geh mich auf den Sack. Oh, scheiße, ey. Da bin ich ja weit gekommen. Nicht. So, das probieren wir gleich nochmal. Gab es hier eigentlich auch andere Modi? Das muss ich nochmal kurz checken. Modus Nummer 2. Boah, die Difficulty-Schalter standen noch auf schwer. Okay. Ist zwar jetzt nur ein 2-Spieler-Modus. Ja, es gibt nur ein oder 2-Spieler-Modus. Das heißt das einfach. Okay. So. Na dann nochmal. Wie war das jetzt? Man konnte nicht schräg springen. Nee, irgendwie kann man... Oh, geh weg, du Scheiß. Na, warum man nicht schräg springen kann, das ist mir jetzt gerade ein Rätsel. Nee, das geht wirklich nicht. Ich kann wirklich nur gerade nach oben. Ich hätte jetzt gedacht, man kann auch schräg springen. Geht aber wirklich nicht. Das heißt, im richtigen Moment kann man sich nur ducken. So. Oder eben hochspringen.
heißt, wenn er den Arm oben hat zum Ausholen. Scheiße, das war knapp, aber diesmal habe ich dem wenigstens ein bisschen was abgezogen. Dann wirft der einen hohen. Da muss man mal drauf achten. Ja, toll, ganz drauf geachtet habe ich da jetzt. Perfekt habe ich da drauf geachtet. Nein, so komme ich doch nicht mal ansatzweise bis zum Scheißvieh! Ich werde die Treppe nicht erreichen, Leute. Jedenfalls nicht lebend. Toll, der macht einen Schlag und ich bin hin. Super. Wow, das war knapp. Ach, geh doch weg, du Scheiße! Da musste man wirklich rütteln, ne? Der hat mir jetzt mächtig Energie abgezogen und ich konnte nichts ausrichten, außer durch Schütteln. Toll. Das hat jetzt richtig Energy gekostet. Nein, wieder keine Chance. Ich frage mich, wie man den am besten packt. Ich würde sagen, einen letzten Versuch gebe ich mir noch. Aber ich glaube, ich bin damals sogar bis ins zweite Level gekommen. Da dürft ihr gerne nochmal auch das Video raussuchen, wenn ihr wollt. Da seht ihr dann, wie habe ich mich vor 5 Jahren oder so geschlagen. Spielt sich ansonsten immer noch ganz gut, wenn man den Dreh raus hat. Geh weg. Ha. Ja! Ich schaff's die Treppe hoch. In meinem letzten Versuch, Leute. So muss das sein. Ich weiß, dass hier noch so Vasen oder so Zeug von oben runterkommt und das auch ziemlich hart ist. Mist. Ja, toll. Da muss man dann einfach drüber springen. Boah. Na toll. Ein Zwerg. Und den Zwerg muss man dann irgendwie abschütteln. Aber ich muss nicht das ganze Level von vorne machen. Shit. Ach. Das war knapp. Tch. Was ist das denn für ein Kampfzwerg? Shit. Ich habe das Gefühl, dass ich nicht mehr weit von dem Dings weg war. Ich bin ja schon froh, dass ich überhaupt so weit gekommen bin. Ach, toll. Nee, ich glaube, das schaffe ich nicht. Obwohl ich, glaube ich, so weit noch nie gekommen bin in der Atari-Version. Jungs wieder.
Boah, Knapikowski. Ja, haut ab. So weit war ich, glaube ich, noch nie. Boah, das war knapp. Mal sehen, was jetzt kommt. Ich kann mich gar nicht erinnern. Also ich glaube, ich bin noch nie so weit gekommen. Ich glaube, man musste 7 Etagen oder sowas hoch. Diese Kampfzwerge. Nee. Springt er mir da am Kopf. Da muss man sich ganz schön konzentrieren. Deswegen bin ich gerade so ein bisschen stiller hier. Danke. Ja, gib's mir noch, du Sack. Ja, das war's, ne? Immerhin, 47.660 Punkte Kung Fu Master. Ich bin bis ins dritte Level gekommen. Das hätte ich von mir überhaupt nicht erwartet. Macht auf jeden Fall wieder Spaß. Ist aber auch gar nicht so einfach, hat es schon in sich, aber ich finde, dass das eine absolut geile Umsetzung des Automaten-Hits ist. Activision hat da ganze Arbeit geleistet und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wenn ja, würde ich mich freuen, wenn ihr das honoriert mit einem Däumchen nach oben, das sieht so aus. Ansonsten bleibt mir treu, empfehlt mich weiter, lasst mir ein Like da, vielleicht sogar ein Abo und dann Glocke klingeln, damit ihr immer Reklame im Briefkasten, im YouTube-Kasten habt. Also, ciao, bis demnächst, euer Tomaniac.